Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time 3D. Wir sind ja hier stehen geblieben, gerade frisch den Goron befreit. Den Hammer haben wir uns gegönnt. Jetzt schauen wir mal da drüben drauf. Ja, boah. Upala. Ohne oder bei selber runterzufallen. So, dann springen wir mal da rein. Hui, das geht denn doch ein bisschen tiefer als gedacht. Ach du Scheiße. Oh, ich habe keinen Schaden gekriegt. Okay, jetzt sind wir hier, aber da kann ich nichts machen, denn ich habe noch nicht den Boss-Key. Aber hier können wir was machen. Aber zuerst hauen wir diesen Viechern aufs Maul. Komm her, komm. Bam. Du willst auch noch eine. Bam. So. Kümmern wir uns mal. Opala, Geld. Huh, da fliegt einfach Geld vom Himmel. So, dann. Wusch. Und wusch. Und der letzte noch. Wusch. So, damit öffnen wir den letzten Schlüssel, den wir haben, dieses Schloss. Hallo. Ein paar Lava-Viecher kommen hier. Geh bloß weg. Oh, oh. Viele Viecher. Ganz, ganz viele Feinde. Aua, natürlich brennt er mich noch an. Der Sack. Oh, einmal drehen. Noch zwei Kisten. Eine Boss-Truhe und... Oh, das schon wieder. Quatsch. Ich dann auf einmal... Ja, ja, komm. Okay, fertig. Perfekt. So, dann willst du als erstes aufs Maul, oder? Bam. Komm, stirb. Ah. Gibst du mir wieder so viel Geld? Alter, die sind ja endgeil zum Sammeln. Es fehlt nur noch eine, glaube ich, hier. Und da komme ich nicht ran. Auch nicht der schon wieder. Aber jetzt kann ich einfach mit dem Hammer draufhauen, oder? Bam! Bleib hier! Bleib hier! Jetzt machst du mir keine Angst mehr. Ich hab den krassen Hammer. Oh, du Wichser. Bam. Jetzt geht's aber schnell aufs Maul. Bam, bam, bam. Komm her. Bam. Bam, bam, bam. Wir hauen dich mit dem Hammer kaputt. Eiskalt. Bleib hier. Feige Sau. Oh, so eine feige Sau, ehrlich. Komm her. Bam. Du kriegst nichts mehr. Du stirbst. Bam, weg mit dir. Ja, yeah, drehen. Was kriegen wir denn jetzt noch hier? Noch ein kleiner Schlüssel oder was? Mal gucken. Bomben. Wow. Wow. Okay. Dankeschön. Ja, was haben wir denn hier noch? Der Bossschlüssel. Ja, bam. Yeah, der Master Key, der Master Schlüssel. Geilo. Master Schlüssel. Hi, was gibst du mir noch? Sicher hat Darunia dich um Hilfe gebeten. Du hast etwas bei ihm gut. Bei mir gut. Hilf Darunia. Okay, cool, danke. Ja, super. Jetzt haben wir alle gerettet, glaube ich. Oder haben wir ihn vergessen? Ich glaube nicht. Ja. Sind wir wieder hier unten, dann können wir wieder hier links hoch. Nee, mit euch will ich nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe. So, jetzt gehen wir zum Boss. Denn er möchte auch nochmal Bekanntschaft mit dem Hammer machen. Klatsch. Und rein da.
Hallo. Oh no, ich bin nun eingesperrt, ich komme nicht mehr weg. Der Hunia ist weg, tot. Wow, Volvagia, subterraner Lava-Drachoid. Ja, moin. So böse siehst du ja gar nicht aus. Upala. Einfach mit dem Hammer draufhauen. Okay, hier nicht. Kann ich hier auch mit dem Pfeil? Nee. Nee, das bringt gar nichts. Aua. Aua, hallo. Ja, was soll ich denn machen, wenn er nicht da ist? Na, wo kommt er raus? Hau den Lukas spielen wir. Na, oh, hier. Aua. Aua. Holy shit, ich bin ja fast down. Ach du Scheiße. Ja, krass, wie viel Schaden macht er denn, ey? Na dann raus mit der Fee. Müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Oh, die scheiße Wand. Ich hab keine Ahnung, was das gerade war. Ja, und hier gibt's nur Ausweichen, oder was? Ach, jetzt kommt er schon mit solchen Angriffen. Was ein Feigling. Opala. Okay. So, wo kommt er raus? Da drüben. Okay, lass wie. Oh ne, doch nicht. Hier kommt er raus. Bam. Bam, bam, bam. Oh, nur einmal getroffen. Na, ist ja scheiße. Jetzt macht er wieder den. Oh, jetzt schießt er Feuer. Okay. Aber ich kann ihn so nicht hauen. Also zumindest treffe ich ihn so nicht. Ah, aber einen Sprungangriff kann ich ja machen. Stimmt. Ah, der macht gut Schaden, Alter. Muss ich ein bisschen üben. Also einen Sprungschaden. Bam. Bam. Immer nur ein Schlag, das ist ja voll doof. Na? Holst du wieder ein paar Erdbeben-Angriffe aus dem Deckkästchen? Da, da, da. Obala. Da, da, da. Komm schon. Der haut wieder ab. Boah, was? Alter, schau mal, wie viel Schaden der macht. Das ist ja voll übertrieben. Ja, keine Ahnung, ob ich den so in der Luft treffen kann. Nee, offensichtlich ja nicht. Ja, perfekt. Ich sterb so eher. Ja, nee, dann bleibe ich halt auf Hau den Lukas Niveau. Ja, das ist keine Ahnung. Ja, was ist denn los, Navi? Der Lava-Drachoid Volvagia, dies ist der gefürchtete Wächter des Feuertempels, erweckt vom Großmeister des Bösen, ja. Und ich bin fast tot, weil das Viech einfach so viel Schaden macht pro Treffer. Und ich weiß nicht, wie viel Leben der noch hat. Ich will auch nicht Game Over gehen, wenn ich ehrlich bin. Bam!
Wieso darf man auch nur einmal schlagen? Das ist doch voll scheiße, das dauert ja ewig. Ja, okay, jetzt holt er wieder seine Erdbebenkräfte. Nein, geh weg von mir, lass mich in Ruhe. Von den... Nee. Da, wo kommt der raus? Da? Nee, da bei mir? Nee, da. Oh, da. Bam. Fertig. Oh, nice. Oh, du armer Volvaria. Volvagia. Es ist umso trauriger, wenn man den Manga kennt, weil man sich einfach denkt so, oh nein, du warst früher so ein lieber kleiner Drache. Oh, tot. Dann bewegt sich der Kopf auch noch. Dieses Herzteil werde ich in Ehren tragen. Den Herzcontainer. 12 Herzen. So, raus hier. Wow. Was geht denn da oben ab, ey? Voll krass auch, du Scheiße. Oh je. Alter, gib dir das mal. Das sieht voll krass aus, ey. Boah. Halle der Weisen. Und wo ist Darunia tot? Ja, ich bin jetzt ein Heiligengeist, Alter. Geil, oder? Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich dir als einer der sieben Weisen, der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seinen Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kraft, die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Da, 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 da. Geil, Mann. Ein rotes Amulett, Alter. Oder ein Medaillon. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Ja, heftig, Mann. Voll krass. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Wow, Todeskrater. Ja, heftig. Und nun? Wie komme ich jetzt an das Herzteil da oben dran? Wie komme ich an das Herzteil da drüben dran? Kann ich da einfach... hinrennen? Wahrscheinlich nicht. Ja, okay, und what's next? Aber warte mal, ich kann ja noch da lang laufen. Da war ja noch, da waren ja Rubine und so. Hoppala. Hoppala. Da komme ich doch nie hin. Wie soll man denn da hinkommen? Also selbst mit Greifhaken geht das doch gar nicht. Irgendwie habe ich vorhin gedacht, das wäre näher. Aber nö. Obvious ist es das nicht. Und wie komme ich jetzt da hoch? Einfach da seitlich. Achso, ich habe das Ding nicht mal ausgerüstet. Ja, perfekt. Boah, das ist halt immer dieses Problem. Tun wir mal das weg. So, kann ich einfach da seitlich? Ja, perfekt. So, was haben wir denn hier? Bam. Bam. Oh, ein Loch. Ach nee, nicht die schon wieder. Oh, was willst du mir schon wieder verkaufen? Dekonüsse, nee. Piss dich. Was kriegst du? Oder was gibst du mir? Aua. Na, was gibst du?
Lass mich gehen, verkauft ihr Pfeil 30 Stück? Ja, nee. So, und was willst du mich? Wie willst du mich abzocken? Bomben. Nee. Okay, also diese Höhlen, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, wenn man zwischendurch mal was braucht, aber dann natürlich zu überteuerten Wucherpreisen. Ja. Zack, zack. Ein bisschen Geld. Gut. Gut Money. Können wir das auch noch weghauen? Bam. Bam. Und das auch noch. Bam. Und was ist hier? Was versteckt sich da? Eine andere Seite der Fehlenquelle. Ja, krass. Dann spielen wir mal Zeldas Wiegenlied, oder? Da, 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 da. Ui, hallo. Was gibt's von dir diesmal? Mehr Energie? Hallo, mein süßer Tanamo, ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Okay, also die fackelt nicht lang, die macht einfach. Ja, krass, Alter. Boah, ich spür richtig, wie meine Kraft wächst. Einfach um das Doppelte. Yeah. Deine magische Kraft wurde erhöht. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Ja, ins cool. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Ui. Ja, voll geil, ey, boah. Maximale Kraft. Zumindest was Energie angeht. So. Dann mal da lang. Aber warte mal, wenn wir doch auf der Seite genau unten das Herzteil haben, dann kann ich doch irgendwie doch einfach da runterklettern, oder? Aber es ist doch genau hier drunter. Ja, komm, komm. Ohne zu ver- Jawohl. Dann fehlt jetzt, glaube ich, noch ein Herzteil. Dann haben wir noch einen Container. Das nächste ist, glaube ich, beim Hylia-See. Also bei den Zoras. Da-da-da. Yeah, noch eins. Cool. So, war denn auf der anderen Seite auch noch irgendwas, was ich mit dem Riesenhammer wegprügeln kann? Oder war da nichts mehr? Ich will nochmal nachgucken. Wenn ich schon hier bin, aber nicht so, dass die Kamera mich nicht umbringt. Nee, da war gar nichts. Da war nur dieser Schikerstein. Aber wie kommt man an das Herzteil? Bestimmt muss man hier irgendwo eine Erbse oder so pflanzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann kann man da vielleicht hinterher rüber. Naja, gehen wir erstmal raus hier. Eigentlich hätte ich nach Goronia gemusst, oder? Ah, gut, das kann ich ja von hier auch einfach. Da, 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 da. Da, 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 da. Bom. So, was ist da? Gar nichts. Was versteckt sich hier? Bam. Auch nichts. Komm schon, da muss doch irgendwo noch irgendwas sein. Auch nichts. Schade. Ich dachte, da wäre noch irgendwo was. Wenigstens werden wir nicht mehr von Steinen angegriffen, wenn wir hier langlaufen. Alles hat seinen Vor- und Nachteil. Was haben wir denn hier? Oh, ein Loch. Eine Kuh. Wieso ist da eine Kuh? Hi, Kuh. Ich glaube, wenn man das Lied von Epona singt, kriegt man Milch oder so. Naja. Bam. Okay. Auf nach Goronia. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Cooles erfahren. Oder
ob da überhaupt irgendwas passiert. Ansonsten geht's zu den Zoras. Hi, moin. Danke, Danamo. Achso, das war's schon. Die sagen einfach nur danke. Ba, ba, ba. Danke, Danamo. Okay, cool. Wo ist denn der Sohn? Ist der gerade der Chef? Sagst du auch nur danke? Danke, Danamo. Okay, cool. Da, da. Okay, hier ist der Sohn nicht. Wo ist denn der Sohn? Bam, bam, babam. Bababababam. Oh, hallo. Oh, danke, Tom. Ja, okay, perfekt. Ist das der Sohn? Nee. Danke, dann. Ja, okay. Perfekt. Wieso sagen alle dasselbe? Okay, keine Ahnung, wo der Sohn abgeblieben ist. Der ist einfach weg. Jetzt ernsthaft, wo ist der hin? Ach, da ist es der Sohn. Moin, bist du der Sohn? Bist du Tanamo? Bruder Tanamo, war dies zurück und auch die anderen. Vater und du, ihr habt den Drachen gemeinsam bezwungen. Wenn ich groß bin, möchte ich genauso werden wie du, Tanamo. Echt? Vati ist da? Ist das der Vater? Varunia? Vati? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal. Bam, bam. Bam, 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 bam. Na gut, dann glaube ich, gehen wir mal nach Kakariko. Dafür können wir ja. Wollte jetzt schon hier runterspringen. Ist ein bisschen falsch. Warte mal, kann ich das auch kaputt machen? Ja, nice. Aber hier ist nichts. Perfekt. Was ist mit diesem Stein? Was hast du für mich? Auch nichts. Nett. Wieso kommen da eigentlich jetzt Kugeln runter? So. Der ist nur riesen. Ja, cool, weil wir sparen uns halt echt einfach jetzt Bomben mit dem Ding. Bam! Ne, da ist echt halt einfach überall gar nichts. Ah, schade. Ja, du nerv mal nicht. Ich muss nach Kakariko. So. Aber hier brauchen wir auch erstmal nix. Ah, ich glaube. Warte mal, wie viele? 37. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch 13 Stück. Damit wir. Huch. Was ist das? Ist hier irgendwo ein Loch? Was will mir das Spiel sagen? Ich weiß es nicht. Naja. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal Richtung Zoras. Schauen, ob bei denen auch noch alles okay ist oder ob bei denen auch erstmal die halbe Welt untergegangen ist. Und da kommt ja dann, glaube ich, der berüchtigte Wassertempel, den irgendwie alle hassen. Und ich bin sehr gespannt, warum. Ich kann es mir irgendwie nicht so schlimm vorstellen. Aber we will see. Da, 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 da. Erstmal müssen wir hinlaufen. Ich hoffe, ich komme da überhaupt hin. Weil nicht, dass das dazu ist, sondern muss ich anders laufen. Da fällt mir ein, wir müssen uns noch um Epona kümmern. Auch noch. Also wenn ich jetzt nicht hier lang reinkomme, dann rennen wir zurück und kümmern uns um Epona. Bap. Bok, bok, bok. War ich da schon drin? Und ich glaube, hier muss ich was anderes machen. Ach ja, guck mal. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Geil. Hui. Wo fahren wir jetzt dahin? Hoppala.
Das ist aber ganz schön flott. Das ist aber mal richtig krass flott. Ein bisschen zu flott. Oh, ich hab's trotzdem geschafft. Oh mein Gott. Fast bereut. Wo, was ist da? Oh, eine Feenquelle. Geil, da können wir uns gleich mal eine neue Fee mitnehmen. Quatsch. So, geil. Die genehmigen wir uns mal. So, was haben wir denn da hinten im anderen Loch drin? Ba-ba-ba-ba-ba. Hallo. Oh, eine Kiste. Moin. Geld, 20 Rubine. Wow. Naja. Besser als nix. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ach stimmt, das Herzteil. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Ich sehe schon, komm, ich fall runter. Ne, doch nicht. Wie können wir denn das Herzteil bekommen? Einfach von da unten aus rüberspringen? Oh Gott, ich sehe nichts. Aua. Ich sehe nichts. Aua. Das geht tatsächlich geil. Dann haben wir jetzt 13 Herzen. Wow. Was soll das eigentlich hier frechen? Ui. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da zurück. Und lassen uns mit der coolen Wurzel da hochschießen. Oder hochfahren. Hopp. Let's go. Das natürlich fucking schnell ist. Alter Schwede, ey. Das ist wirklich sehr flott. Achso, nee, ich will hier runter. Ihr kleinen scheiß Oktopus-Dinger. Vergiss immer, wie die heißen. Okay, das sieht aus, als könnten wir da normal rein. Super. So, Zeldas Lied. X, A, Y. Na, na, na. Na, na, na. Na. Ja, yeah, lass mich hinein. Heftige Sache. So, wupp. Zorreich, ein Bag. Was ist denn hier passiert? Alles eingefroren. Oh oh, die armen Zoras. Oh je. Wenn wir mal gucken, was die Zora-Klamotten kosten, die blauen. Ach. Okay. Kann ich das einfach mit der Kraft wegsprengen, oder halt wegfeuern oder so? Wow. Kamehameha auf dem Boden. Ja gut, ich kann zumindest das Feuer anmachen. Okay, das hat ja nichts gebracht. Alter, ich rutsche hier ab. Naja, machen wir auch nochmal Feuer an. Batsch. Das bringt zwar nichts, weil hinter dem Wasserfall ist das letzte und da kommen wir offensichtlich nicht hin. Was ist denn hier passiert, verdammt? Huch, was? Ist da was? Keine Ahnung. Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll und das Ding da rumblinkt. Bitte mach was, bitte, bitte. Bling, bling. Aber wo sind denn die ganzen Zoras? Kann ich einfach weg sein? Hallo. Ich bin hier, um zu helfen. Ach, guck mal. Da ist ja auch einer irgendwie eingefroren. Wieso sagt denn Navi nix? Man sagt sich auch immer jeden Scheiß. Aber wir können ja einfach mal da oben hin, oder? Bam, 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 bam. Ach ja, hier ist wieder Wasser. Ja, kein Problem. Oh. Jabu Jabu ist also nicht mehr da.
ist er denn? Wo sind sie überhaupt alle hin? Hoppala, das geht ja unter. Oh, oh, oh. Da ist ein Herzteil. Ja, geil. Das hole ich mir. Scheiße, ich komme noch nicht hoch, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das muss ich so schaffen. Ja, was ist denn das denn? Wieso kann man denn da nicht hoch? Wahrscheinlich, weil es eisig ist. Und man da runterrutscht. Ach man, ihr geht mir auf die Nerven. Lass mich in Ruhe. Komm, das will ich noch holen, bevor die Folge zu Ende ist. Aber ich sehe hier halt auch gefühlt nichts. Da, ja, easy. Herzteil. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch. Ich will nicht schon wieder ins Wasser. Hoppala. Boah. Jetzt aber. Gehen wir mal darüber. Was ist denn da? Hoppala. Boah, das ist knapp. Was haben wir denn hier? Huch, Eishöhle. Soll ich denn schon dahin? Ist das der Eisdungeon? Ich habe keine Ahnung. Kommt jetzt erst der Eisdungeon und nicht der Ding. Soll ich hier überhaupt schon hin? Ach du Scheiße, ist das flott. Upala. Boah. Scheiße. Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. Hilfe. Das sind ja so richtig nervige Gegner. Meine Güte. War da nicht noch einer? Wo sind andere hin? Boah, Alter, dass der mich nicht erwischt hat. Hä? Ja, okay, Navi, was ist denn? Ja gut, Navi will nicht mit mir reden. Ja, soll ich das jetzt raten? Guck mal da. Soll ich vielleicht einfach das machen? Wow! Obvious nicht. Aber der ist down. Ach, lol. Ach ja, okay, nevermind. Ist also doch richtig. Ich glaube, ich brauche hier Feuerpfeile, oder? Aua. Wow, ich muss halt wirklich komplett richtig treffen, sonst geht's nicht. Huch. Ja, okay. Ich würde jetzt trotzdem sagen, das war's erstmal mit der Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal bei Let's Play Ocarina of Time 3D. Bis dahin, euer Rantanamo. Tschüssi.